Herzlich willkommen beim GFA Videodreh. Wir sind heute in der GFA-Einrichtung in Opernburg und wollen uns die mobile Küche anschauen. Auf geht's. Ja, Frau Müller, dann kommen Sie mal. So, hallo zusammen. Susanne, ja. Schön, dass Sie uns heute die mobile Küche zeigen. Die Susanne ist Betreuungskraft in unserem Haus und gehört auch zu den GFA-Reportern. Ja. Ja. Und sie wird uns das jetzt zeigen. Okay, okay. Zu wem gehen wir hin? Wir gehen zu meinem Schade. Gut. Ja. Was ist denn dabei? So. Hast du frisches? Nein, ich habe frisches da schon. Okay. Oder? Warte mal. Nee, ich habe keinen. Ich brauche einen. So, Herr Schade, da haben wir den Tisch schon sauber. Geht schon los, oder? Warte, vorne ist noch ein bisschen. So, Herr Schade, ich mache Ihnen gerade so ein bisschen weg. Bitte, so. Seit wann gibt es die mobile Küche in Opernburg? Die haben wir zwei Jahre circa, die mobile Küche. Und für so, gerade für wie der Herr Schade, der ist oft im Bett und da bringen wir dann was vorbei und machen was Frisches. Und da riecht der Herr Schade auch mal, wie das riecht, ne, wie das duftet. Ne, wenn wir was frisch backen oder auch mal einen Pfannkuchen oder heute machen wir ein Spiegelei. Ne, Herr Schade? So, jetzt machen wir mal die Platte schon mal an. Das dauert ja auch einen Moment. So, da haben wir Öl dabei. Haben Sie Hunger? Ha, Herr Schade, der Hunger kommt mit dem... Ja, mit beim Essen. Beim Essen, genau, so machen wir es. Ne? Jetzt warten wir einen Moment, bis die Platte an ist. Es dauert einen kleinen Moment. Ist das eine richtige Küche? Das ist eine richtig kleine Mini-Küche, ja. Hier unten haben wir so ein paar Sachen drin, Pfanne und Töpfe. Ne? Und man kann auch Plätzchen backen oder mal so ein kleines Omelette oder so. Ne? Kann man alles hier machen. Jetzt tue ich schon mal ein bisschen Öl rein. So, den Salat haben wir schon vorbereitet, Herr Schade. Ne? Den stellen wir schon mal hin. Ja. So, was zu trinken habe ich auch dabei. Sie trinken gern Saft, ne? Und da warten wir jetzt noch einen Moment, bis die Eier, da können wir noch, kann ich gerade noch die Petersilie ein bisschen klein schneiden. So. Dann stelle ich Ihnen schon einmal Pfeffer und Salz hin, das werden Sie dann selber würzen, Ihr Ei. So. So. Das ist alles frisch gekocht, ne? Das machen wir ganz frisch, jawohl. Und warum machen Sie das mit den mobilen Küchen? Hat das einen Grund? Ja, weil halt, so wie der Herr Schade sehr selten rauskommt und ja gar nicht mitkriegt, wie jetzt mal so ein Ei riecht oder dass er einfach mal dabei ist, den Geruch hat, ne? Mhm. Und auch die Kommunikation, Herr Schade, ne? Dass wir zusammen sind, dass wir mal ganz warm und frische Ei bekommen. Ne, wenn es von der Küche kommt, ist es dann doch immer nicht ganz so frisch. So. Herr Schade, wollen Sie mir helfen beim Klippen? Beim Eierklippen? Geben Sie mir mal her Ihre Hand. So. Und jetzt wird mal geklippt. Jawohl. Prima. Gucken Sie mal, wie das funktioniert. Wunderbar. Ne? Wenn ich jetzt ein geklebtes Ei brauche, komme ich zu Ihnen, Herr Schade. Ha? Sie sind der Kleppermeister. Prima. Ich glaube, das reicht. Jetzt können Sie noch ein bisschen Salz reinmachen. Wie oft wird in Opernburg mit der mobilen Küche gekocht? Ja, es kommt darauf an. Ne? Wir machen das schon öfters. Ne? Und auch nachmittags mal, ne? Dass, wenn wir nachmittags Einzelbetreuung machen. Ja, das langt, Herr Schade. Ne? Nicht, dass wir es versalzen. Ha? Und jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Jawohl, prima. Noch ein bisschen. Sie wollen es gerne scharf. Ha? Jawohl.
So, jetzt hauen wir es in die Pfanne. Ne? Die ist jetzt gerade recht dingig. So. So. Jetzt lassen wir es ein bisschen stocken. Ne? Und dass ich aber das Riechen habe, schade. Hm? Können wir noch ein bisschen her. So. Das ist was, hä? Schade. Ein gebackenes Ei im Bett. Hä? So. Jetzt tun wir es mal runter. Wie ist die mobile Küche zustande gekommen und ist das mal eine Abwechslung zum Alltag? Ja, auf jeden Fall. Ne, das war so auch unsere Idee, dass wir gedacht haben, was könnten wir mal machen, was nicht so gewöhnlich ist, was mal was Besonderes. Und da hat unser Hausmeister, ne, ist auf die Idee gekommen, so eine mobile Küche zu machen. Ja. Und da können wir mit ins Zimmer und können halt dann einfach mal so Kleinigkeiten selber machen. Wir können auch von der Küche zum Beispiel mal einen Pfannkuchenteig bekommen. Den bekommen wir fertig und dann können wir hier einfach einen Pfannkuchen backen. Ne, das ist ganz einfach und es hält auch nicht auf von der Zeit und der Bewohner freut sich über einen anderen Geruch in meinem Zimmer. Ne? Mhm. Sehen Sie, der Herr Schaar, der ist ganz begeistert, gell? Vom Ei. Mhm. Herzlichen Dank. Gerne. Und jetzt sind wir auch schon fertig mit dem GFA-Videoblog in Opernburg. Es war super organisiert und jetzt haben wir selber mal Hunger.